Also ich habe aus unserem persönlichen Umfeld so den Eindruck, dass wenn die Mütter arbeiten gehen, dass es vor allen Dingen deswegen passiert, weil Wohneigentum angeschafft werden soll. Das heißt, man hat so das Ziel in seinem Leben, man möchte ein Haus haben und die Kinder sollen ein schönes Zimmer haben. Und die Mütter, die gehen sehr, sehr, also das ist meine Erfahrung, sehr, sehr ungern arbeiten, trennen sich ungern sehr früh von ihren Kindern. Wie sieht es da aus? Hat die AfD Konzepte, dass eben junge Familien auch im Wohneigentum oder zumindest bei Wohnungen unterstützt werden? Ja. Es wird sicherlich in unserem Landtagsprogramm drin sein, dass wir Wohneigentum fördern wollen. Allerdings sind natürlich hier im Raum München die Preise derart hoch, ja, aber dann, dass das wahrscheinlich nicht ausreicht. Aber es gibt ja auch öffentliche Flächen, die man zum Beispiel vergünstigt an deutsche Familien geben könnte. Genau, auf jeden Fall. Ja. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja.